Weißt du, was Gleichnisse sind? Ist das vielleicht eine Rechenaufgabe? Nein, das sind spannende Geschichten, die Jesus erzählt hat. In diese verpackte er wichtige Botschaften Gottes. Ich kenne da eine. Soll ich sie dir vorlesen? Ja. In einem gemütlichen Bauernhaus lebte ein Vater glücklich mit seinen beiden Söhnen. Die drei machten alle Arbeiten im Haus und auf dem Feld gemeinsam. Es gab dort lustig gefleckte Kühe, flauschige Schafe, eine wilde Katze und einen faulen Hund. Laut gackernde Hühner und stolze Hähne. Eines Tages hatte der jüngere Sohn einen Gedanken, der ihn sehr bewegte. Er sagte zu seinem Vater: Ich will fort von zu Hause. Ich will reisen und mir die Welt anschauen. Gib mir das Geld, das mir zusteht. Der Vater spürte einen Stich in seinem Herzen, aber er wusste, dass er seinen Sohn nicht zurückhalten konnte. So teilte er seinen Besitz schweren Herzens unter den beiden Söhnen auf. Der ältere Sohn arbeitete weiter auf dem Feld. Traurig schaute der Vater seinem jüngeren Sohn nach. Dieser zog fröhlich in die Welt hinaus. Die Sonne schien und die Vögel zwitscherten. Er genoss seine Freiheit. Was es da nicht alles zu sehen gab. Hochhäuser, die bis in den Himmel ragten. Laut ratternde Motorräder und quietschende Autos. Überfüllte Kaufhäuser und Vergnügungsparks. Wie aufregend das alles war. In der Stadt mietete er sich bei einem Wirt ein und lebte dort großzügig und verschwenderisch. Viele fremde Menschen waren täglich seine Gäste. Er feierte mit ihnen bis spät in die Morgenstunden. Aber oh Schreck, als er wieder einmal zahlen musste, merkte er, dass sein Geldbeutel leer war. Daraufhin warf ihn der Wirt mit einem heftigen Tritt in den Hintern vor die Tür. Nur noch Spott und Gelächter waren von seinen neuen Freunden zu hören, als er langsam wieder auf die Beine kam. Er war sehr, sehr einsam. Hungrig und durstig ging er von Tür zu Tür und bettelte. Doch niemand gab ihm etwas. Schließlich durfte er die Schweine eines dicken, fetten Bauern hüten und bekam ein wenig trockenes Brot dafür. Tag für Tag saß er nun draußen bei den Schweinen. Seine Kleider waren schmutzig und zerrissen. Sein Magen knurrte immer noch laut. Am liebsten hätte er vom Schweinefutter gegessen. Am Boden zerstört, dachte er über sein Leben nach. Wie soll es mit mir nur weitergehen? Da kam ihm sein Vater in den Sinn. Wie gerne wäre er wieder zu Hause. Er dachte darüber nach, dass er so vieles falsch gemacht hatte. Ob er vielleicht wieder zu Hause sein und für ihn arbeiten könnte? Er nahm all seinen Mut zusammen und machte sich auf den Weg zu seinem Vater. Ohne zu rasten, lief er durch viele Städte, Wälder und Wiesen, bis er schließlich in der Ferne das Haus seines Vaters erblickte. Am Hof angekommen, schlug sein Herz bis zum Hals.
Er hatte Angst. Wird der Vater ihn wieder fortschicken? Da stand sein Vater in der offenen Tür. Langsam blickte der Sohn auf und sah in die glücklichen Augen des Vaters, die mit Tränen gefüllt waren und vor Freude funkelten. Mein Sohn, endlich bist du wieder da. Und der Vater schloss ihn in seine kräftigen Arme. Es tut mir leid, mein Vater. Ich habe viele Fehler gemacht und vor dir und Gott gesündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Kind zu... Der Vater ließ ihn gar nicht weiter reden, klatschte in die Hände und rief: Lasst uns ein großes Fest feiern. Holt neue Kleider, Schuhe und einen Ring für den Finger und schlachtet ein Kalb, denn mein Sohn war verloren und ist wieder zurückgekommen. Während alle emsig das fröhliche Fest vorbereiteten, kam der ältere Sohn von der Feldarbeit zurück. Was ist denn hier los? Stell dir vor, dein Bruder ist wieder nach Hause gekommen. Und dein Vater feiert ein großes Fest, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Wie kann der Vater das nur machen? Ich werde jedenfalls nicht mitfeiern. In diesem Augenblick kam sein Vater auf ihn zu und legte den Arm auf seine Schulter. Lieber Sohn, freu dich doch auch und feiere mit uns. Was? Ich soll mich freuen? Schrie dieser wütend. Mein Bruder hat all sein Geld beim Fenster hinausgeworfen. Ich war die ganze Zeit für dich da, habe geschuftet. Für mich hast du nie ein Kalb geschlachtet. Mein Sohn, du warst doch immer bei mir und weißt, wie sehr ich dich lieb habe. Dein Bruder aber war für uns verloren. Freu dich, dass er wieder zu Hause ist. Jetzt habe ich's verstanden. Die Türe Gottes ist immer offen für uns.